The One to Live, Folge 4, und ja, wir nähern uns immer weiter dem Ende dieser wunderbaren Serie. Stand der Aufnahme habe ich die Folge vor ungefähr 20 Minuten geguckt und habe mir ein paar Notizen gemacht und setze mich heute mal wieder hin und rede über diese Folge, genau wie die letzten paar Folgen schon. Wenn euch interessiert, wie die Folge abgelaufen ist, beziehungsweise was meine Sicht auf manche Dinge in der Folge sind und was Dinge sind, die ich vielleicht ein bisschen hervorheben wollte oder will, dann bleibt doch gerne dran. Und damit heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Couch. Ja, Folge 4. Wir haben nur noch 5 und 6 vor uns und das wird interessant, denn wir werden noch sehr viel sehen bzw. sehen müssen. Und mit Folge 4 haben wir eine Folge der, ich nenne es mal, leichten Verschwendung an Folgen bekommen. Bevor ich jetzt loslege, dicke, fette Spoilerwarnung. Die Leute, die die Folge noch nicht gesehen haben und sie noch sehen wollen und nicht gespoilert werden wollen, schaltet ab, schaltet gerne danach wieder ein. Und für die, die sie noch nicht gesehen haben und trotzdem gespoilert werden wollen, ja, bleibt gerne dran, guckt euch das Video an. Warum sage ich direkt von Anfang an, dass diese Folge eine Verschwendung an Folgen war? Ja, weil sie uns nicht wirklich effizient mehr für die Rick und Michonne-Serie gebracht hat. Ich sage explizit für die Serie. Da gehe ich gleich noch spezieller drauf ein. Aber starten wir mal am Anfang. In der letzten Folge zieht Michonne sich und Rick ja aus einem Helikopter. Wir sehen zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo drüber sie abspringen. Und ja, es war Wasser. Spoiler Alert, sie sind nicht gestorben. Naja, und da startet auch diese Folge. Wir sehen, wie Michonne Rick aus dem Wasser, aus dem Helikopter rauszieht. Wir sehen dann relativ zeitnah, wie sie beide aus dem Wasser klettern, in ein Hochhaus oder in ein Gebäude reinrennen. Und die ganze Zeit spielt im Hintergrund schon eine Musik und wir sehen auch einen Staubsaugerroboter rumfahren. Sie kommen dann in dieses Haus, in das Zimmer rein und irgend so eine KI-Stimme sagt dann, ja, willkommen zu Hause, ihre Zimmertemperatur wird gerade angepasst. Und der erste Gedanke, den ich da hatte, what the fuck, warum haben die hier ein futuristisches Smart Home? Das ist eine große Frage. Das ist eine sehr große Frage und das ist auch, finde ich, ein Kontinuitätsfehler in der Zeit. Denn zum einen, klar, wir sind mittlerweile in unserer Jetztzeit angekommen und Michonne beteuert auch noch Mitte der Folge, ja, sie habe so einen Staubsaugerroboter auch bekommen, kurz bevor es ausgebaut ist. Aber rein rechnerisch gesehen zum Ausbruch dieser Zombie-Apokalypse waren Staubsaugerroboter, glaube ich, noch nicht so fortgeschritten, wie sie jetzt hier zu scheinen. Vermögen. Aber ganz ehrlich, das ist auch eigentlich irrelevant. Ich denke, das ist was, wo man sich drauf aufhängen kann, weil es irgendwo ein Kontinuitätsfehler in der Zeit ist. Aber ganz ehrlich, es ist ein fucking Haus in einer Folge und holy shit, das ist... Also es ist schon sehr futuristisch. Allgemein diese Stadt, das ist nämlich das Interessantere. Diese ganze Stadt, sagt Rick selber, ist quasi unberührt. Keine Schüsse, also keine Einschusslöcher, alle Gebäude stehen. Die Zombies sind abgemagert aus, das heißt, sie haben nicht viel gefressen, also beziehungsweise gegessen, die Menschen, bevor sie zu Zombies wurden. Und man geht davon aus, dass diese Stadt versucht hat oder den Ansatz hatte, eine Zivilisation zu erschaffen, die funktioniert. Aber irgendwie hat es dann am Essen gescheitert. An für sich muss ich sagen, diese Stadt wird vielleicht nochmal interessant. Wir sehen auch nicht viel von der Stadt. Budgetbegrenzt, denke ich mal. Aber es wird öfter mal erwähnt. Es ist nichts großartig Wichtiges, aber es könnte vielleicht für die Zukunft interessant werden, da das ja anscheinend eine Stadt ist, die noch unberührt ist, die man noch bewohnen kann, ohne groß, naja, Gebäude neu aufzubauen. Dann erfahren wir in einem, ich sag mal, mehr oder weniger Streit zwischen Rick und Michonne, das muss man sagen, in der ganzen Folge geht es hauptsächlich um die zwei, wie sie miteinander ein bisschen streiten, sag ich mal. Und ja, Rick erfährt hier zum ersten Mal von RJ. Und das war mir ein bisschen zu wenig episch. Also Michonne sagt, du willst nicht zu deinen Kindern und man sieht in Ricks Gesicht, warte mal, wie Kind. Der. Und dann fragt er das nach. Und dann wird kurz mal drauf eingegangen. Aber irgendwie lassen sie es wieder schnell unter den Tisch fallen, was ich ein bisschen komisch fand, weil, naja, Rick wirkt zwar so, als würde er sagen, oh krass, hier, ich habe einen Sohn. Aber gleichzeitig wirkt es erstmal so, als würde es ihn gar nicht interessieren. Das sagt Michonne ja auch die ganze Folge. Ja, und da gehen wir direkt mal auf diesen Konflikt zwischen Rick und Michonne in der ganzen Folge ein. Der große Konflikt ist, Michonne kann nicht verstehen, warum Rick beim CRM bleiben will oder muss. Für sie ist es so, er will nicht zu seiner Familie, er möchte das nicht, das CRM hat ihn zu viel verändert. Rick versteht auch nicht, warum Michonne es nicht einsieht, dass er vielleicht da bleiben muss und er für sich quasi einen Auftrag beschlossen hat, zum einen den Plan von Okafor weiterzuführen, als auch seine Familie zu beschützen, koste es, was es wolle und wenn er sie nie wieder sehen wird. Sprich, wir sind beim gleichen Punkt wie in der vorletzten Folge. Michonne soll gehen und Rick soll bleiben oder muss bleiben. Und ich muss hier ganz ehrlich sagen, ich war die ganze Zeit auf Ricks Seite. Ich habe nicht verstanden, warum Michonne es nicht eingesehen hat, dass Rick sagt, hier, das CRM ist zu gefährlich. Die werden uns töten. Wir haben keine Chance gegen die. Auch wenn wir im Dream Team Rick und Michonne quasi alles schaffen können, wie Jade es ja auch sagte, es ist nicht möglich, das CRM ist zu stark. Und Michonne unterschätzt das, glaube ich. Sie unterschätzt das gewaltig und denkt sich, komm, mit der Kraft der Liebe wirkt es in manchen Szenen, dass man das so geplant hat, mit der Kraft der Liebe
werden wir das Ganze doch rocken. Und da muss ich sagen, da ist mich schon einfach fernab von jeder Realität, finde ich, Stand jetzt der Serie. Denn Rick weiß nun mal, da er jetzt mittlerweile fast 8 Jahre, so wie wir jetzt rausgefunden haben, da RJ mittlerweile fast 8 ist und RJ nicht geboren war, als Rick von der Brücke weggeflogen ist, somit ist Rick definitiv 8 Jahre beim CRM, mindestens. Und er weiß, wie das CRM arbeitet und er weiß, wie gefährlich das ist. Er hat versucht, in diesen 8 Jahren abzuhauen, hat es nicht geschafft, hat eine Hand verloren und jetzt ist er bei ihnen. Er weiß, wie gefährlich sie sind. Michonne weiß es nicht. Und das ist grundlegend der ganze Konflikt dieser Folge. Michonne versteht nicht, warum Rick bleiben will und will, dass er mit nach Hause geht. Rick versucht, Michonne davon zu überreden, zu sagen, hier, lass mich doch, ich will euch doch nur beschützen. Und das geht hoch und runter, vor und zurück, hin und her. Denn Michonne ist einfach nur uneinsichtig, warum sich Rick so entscheidet. Sie versteht es nicht oder will es nicht verstehen und das ist ja auch irgendwo verständlich. Sie ist extra, hat ihre Kinder im Stich gelassen, was sie jetzt nicht zu einer besseren Mutter macht, aber ihr versteht, was ich meine. Sie hat ihre Kinder im Stich gelassen, um Rick zu suchen. Jetzt hat sie ihn gefunden und Rick sagt, nö, ich gehe nicht mit. Ich wäre auch wahrscheinlich angepisst, aber das Problem ist, in dieser Welt, in dieser Gefahr oder mit dieser Gefahr, dem CRM, sollte Michonne eigentlich realisieren, das ist nicht so leicht wie ein paar Walker zu killen. Und diese ganze Szenerie und dieses ganze Hin und Her und alles, das fühlt sich so an, als wollten sie schon leicht vorbereiten, dass Rick irgendwie den Heldentod stirbt. Denn alles in allem war diese ganze Folge eine psychologische Aufbaufolge, Aufarbeitungsfolge dieser beiden Charaktere. Michonne zum einen, dass sie aufbaut oder aufarbeitet, hier Rick muss vielleicht einfach sich opfern. Und Rick hat so verdammt viel aufzuholen. Er sagt selber, er ist so am Arsch, er ist gefühlt mehrfach gestorben. Er hat nochmal Carl erwähnt, dass er ihn irgendwann nicht mehr gesehen hat. Michonne hat er auch irgendwann nicht mehr in seinen Träumen gesehen. Und man merkt, was für ein starker Charakter Rick doch im Grunde ist, obwohl er so psychisch am Ende und kaputt ist. Und ich finde gerade dieses Setting, Rick, der mittlerweile 8 Jahre von seiner Familie getrennt ist, der mittlerweile das CRM länger kennt als seine Familie. Dieser Rick, der einen kompletten Knacks weg hat mittlerweile in seiner Psyche, nicht direkt im negativen Sinne, aber dieser Mann wird sich, und davon gehe ich stark eigentlich von aus, wird sich früher oder später opfern zum Wohl der anderen, denn das ist das, was Rick Grimes in der Serie immer ist. Rick Grimes stellt das Wohl seiner Leute immer über sein eigenes. Ich meine, er hat es schon einmal gemacht, auf der Brücke, und er ist theoretisch offiziell einmal schon gestorben, um seine Familie zu retten. Und das wurde einfach wieder runtergedrückt, indem er ja doch am Leben war. Das haben wir zwar ja auch schon direkt in dieser Folge gesehen, aber mehr oder weniger der Gedanke, dass Rick sich opfert, ist anscheinend immer im The Walking Dead-Universum drin. Rick ist nun mal dieser Typ, der für seine Familie sterben würde. Und ich gehe stark davon aus, dass diese Folge mitunter ein Zeichen war, dass das auch so passieren wird, früher oder später. Ich fände es brutal schade, wenn Rick am Ende dieser Serie sterben wird. Ich fände es nicht gut. Für mich sollte Rick seine Familie einmal wiedersehen, Daryl wiedersehen, seine Kinder sehen, Carol, alle Leute wiedersehen und auch sehen, die sind gerade in Sicherheit. Dann kommt der Moment, wo er sagt, okay, und ich muss mich jetzt dafür opfern, ob in Bezug auf ich bleibe beim CRM und regel das da oder in Bezug auf ich, naja, sterbe den Heldentod und opfer mich so, dass meine Familie sicher ist. Aber das alles sollte nicht in dieser Serie passieren. Hier sollte es erstmal ein grundlegendes Happy End geben. Das alles können sie weiter in Zukunft noch bringen, aber wenn er in dieser Serie sterben wird, ohne Daryl, Judith, RJ, wen auch immer wieder zu sehen, dann wäre ich stark enttäuscht, bin ich ganz, ganz ehrlich. Zwischen diesem ganzen Trauma-Bewältigungskurs und diesen ganzen depressiven Gesprächen haben wir dann aber auch 2, 3 super gut gesetzte Comic Reliefs. Nochmal für die, die nicht wissen, was ein Comic Relief ist. Es ist im Prinzip eine Auflockerung der Story durch einen kleinen Witz. Meistens ist es ein ganzer Charakter, manchmal ist es auch einfach nur ein Spruch. Und hier hätten wir den Moment, als Rick und Michonne aus diesem Gebäude flüchten wollen und Rick vorschlägt, ja, das als Verteidigungsposten und irgendwie sowas in der Richtung und Michonne sagt quasi nur so, Entschuldigung, Herr Kommandant, ich habe nicht mal eine Waffe. Denn dies hin und her und Rick danach auch noch so, Herr Kommandant. Das war so eine ganz kleine Szene in einer super ernsten Situation, die aber super lustig war, ähnlich wie in der letzten Folge mit Jadis Haarschnitt. Super geil, ich finde, es ist auch nicht zu überdosiert. Das ist 2, 3 Mal in der Folge passiert, ganz, ganz dezent. Und ich finde es einfach super geil, dass diese ganz kleinen humoristischen Sachen doch noch vertreten sind, auch wenn Rick normalerweise nicht so der Witzeklopper ist. Dann kommen wir zu einer Szene, die ich einfach nur super episch fand, sowohl cinematisch als auch von dem Setting alles drum und rum. Und zwar nenne ich es mal die Rotlichtbeißer. Ja, wir sehen ja, das CRM läuft meistens mit roten Taschenlampen rum. Sie sind in einem Treppenhaus, da fällt der Kronleuchter runter und alles ist irgendwie rot. Zum einen durch Ricks Licht, zum einen durch irgendwie den Alarm, der da ausgelöst wird und und. Und langsam aber sicher kommen die Beißer rein und Michonne ist unter diesem Kronleuchter festgenagelt worden, sag ich mal. Und wir sehen 2, 3, 4, 5 Walker-Fights in diesem Rotlicht-Setting. Und das sieht so episch aus. Es hat
was von Horrorfilmen. Das ist das, was ein bisschen am Ende von The Walking Dead gefehlt hat und was sie hier Gott sei Dank auch ein bisschen reingebracht haben. Ich habe allgemein am Anfang der Folge schon gesagt, Moment mal, wo sind eigentlich die ganzen Beißer? Sie kamen dann doch später, besser spät als nie. Sind mir immer noch zu wenige in der Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein bisschen zu wenig Walker-Action. Aber gut, das kann man auch verkraften, finde ich. Aber das war cinematisch eine so epische Szene. Wirklich auch die Gespräche zwischen Rick und Michonne und dann immer mal wieder Rick, der mit seiner Hand, also seiner neuen Hand, die Walker wegklatscht, Michonne mit der Eisenstange und. Es war super cool gemacht, definitiv. Kurz danach bekommen wir eine, ich nenne es mal, naja, zwiegespaltene, unangenehme Szene. Und zwar, ich nenne es mal nett, die Kuschelszene zwischen Rick und Michonne. Ja, sie haben sich jetzt 8 Jahre nicht gesehen. Dass das passiert, was da passiert, das hat auf sich warten lassen und ich bin auch ganz ehrlich, irgendwie fand ich es ein bisschen unangenehm, weil das nicht so das ist, was zu The Walking Dead oder auch Rick passt, weil das war schon damals komisch mit Abraham und Rosita und Eugene und es ist nach wie vor auch komisch. Aber hey, sie haben sich 8 Jahre lang nicht gesehen. Danach war erstmal das Friede, Freude, Eierkuchen. Geben wir denen das, ne? Ja, und allgemein kann man, wie gesagt, schon zur Folge behaupten, es ist eine psychologische Aufarbeitungsfolge. Und das ist der Grund, warum ich sage, es ist schade, dass das eine ganze Folge in Anspruch genommen hat. Natürlich, es wurde sehr viel aufgearbeitet. Und das ist auch sehr wichtig für die Charaktere. Aber es war dann doch irgendwo eine verschwendete Folge. Es ist super wichtig für den Aufbau der Charaktere. Es ist super wichtig für den Aufbau der weiteren Serien und dieser Serie. Aber eine ganze Folge verschwendet, nur um seine Psyche oder um die Psyche beider irgendwie, naja, wieder aufzupäppeln und die Beziehung zueinander wieder zu stärken. Ich fand es ein bisschen schade, dass es nur das war. Aber hey, es war notwendig, gehe ich stark von aus. Zum einen, um Ricks Charakter nochmal Tiefe zu verleihen und auch um Michonnes Charakter Stärke zu geben und zu zeigen, okay, sie liebt Rick wirklich und Rick liebt sie wirklich. Ja, war schon notwendig, aber irgendwie halt auch eine ganze Folge fand ich jetzt ein bisschen too much. Dann sehen wir die beiden am Ende vor den Trümmern des Gebäudes wegfahren. Also das Gebäude stürzt gerade zusammen, sie fahren mit einem Auto weg. Das war lustigerweise Gangschaltung und Rick konnte somit nicht fahren wegen seiner nicht vorhandenen Hand. War sehr, sehr interessant, lustig und dass sie da überhaupt drauf geachtet haben, war schon extrem geil. Und ja, das ist ein Hybridauto, im Auto ist auch noch Gas, also es ist quasi so, oh mein Gott, was eine Plot-Armor. Wir haben alles, was wir zum Leben brauchen. Und das würde auch sogar reichen bis nach Alexandria. Was ein Zufall. Ja, und am Ende wirkt es so, dass beide sich dazu entschieden haben, dem CRM den Rücken zu kehren, da sie ja durch den Helikopterabsturz war sie für tot gehalten werden. Aber ganz ehrlich, ich sage ganz, ganz klar heraus, Hochmut kommt vor dem Fall und der Hochmut von beiden in dieser Szene war definitiv zu hoch. Das war ein Ticken zu viel Selbstbewusstsein, ein Ticken zu viel Vertrauen, so von wegen, wir können die Welt an uns reißen und verbessern. Und ja, okay, Rick und Michonne zusammen sind stark, ja, die sind krass, aber das CRM hat so ein paar mehr Leute, ein paar mehr Waffen und ist auch vielleicht ein bisschen besser ausgebildet. Ich denke, das wird einen sehr großen Schuss nach hinten geben. Ich bin sowieso der Meinung, dass Rick sich am Ende doch für Michonne, für Alexandria, für seine Kinder entschieden hat, ist kein Zeichen von einem guten Rick-Entwicklungscharakter gewesen. Denn ich wäre voll auf der Seite von Rick gewesen, wenn er gesagt hätte, nein, ich muss das CRM verändern. Andernfalls bringen die uns um. Weil das ist nun mal die Realität. Wenn Rick das nicht schafft, es zu verändern, dann ist Kacke. Und natürlich wird es da wahrscheinlich auch draus hinauslaufen. Entweder wir sehen, wie das CRM am Ende gegen alle kämpft, das heißt vier The Walking Dead Charaktere, das heißt The World Beyond Charaktere, das heißt Kingdom, Alexandria, Hilltop beziehungsweise das neue Hilltop, plus das Commonwealth und alle diese Charaktere zusammen gegen das CRM oder Rick, der sich zum CRM bekennt und das CRM verändert. Das sind so die einzigen zwei Möglichkeiten, wie diese Geschichte hier in dem Fall mit dem CRM ausgehen kann. Und das in zwei Folgen, wird kritisch, sag ich's mal so. Am Ende muss ich sagen, ich fand die Folge gut, ich fand die okay. Es war jetzt nicht so eine Folge, wo ich sage, oh mein Gott, die muss ich mir 10-mal noch angucken, weil sie so episch war. Aber sie war wichtig für die Charaktere, sie war wichtig für die Story von Rick und Michonne, sie war wichtig, um das drumherum mal aufzuräumen. Rick erfährt von RJ, Michonne realisiert, okay, Rick hat Probleme und Rick verarbeitet sehr viel Sachen und. Es war alles sehr wichtig, aber eine ganze Folge. Ich weiß nicht, ich bin ganz ehrlich, ein Ticken zu viel. Sie hätten das so 50-50 machen können, also mit Schnitten zum CRM oder zu irgendwas anderem Relevanten. Das hier war zu viel. Aber am Ende des Tages, es ist nun mal Rick und Michonne. Es ist die Rick und Michonne-Serie. Dementsprechend kann man sich darüber jetzt aufregen. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen verschwendetes Folgenmaterial. Es ist nichtsdestotrotz wichtig. An für sich würde ich der Folge in dem Fall eine 6 von 10 geben, weil sie war gut, aber es war auch verschwendete Zeit. Zum Teil zumindest. Wie gesagt, wichtig für beide Charaktere auf jeden Fall. Aber ich denke, ihr kennt auch an der Kürze dieses Videos, wie wenig doch passiert ist, was irgendwo interessant gewesen wäre. Am Ende des Tages haben Rick und Michonne nur miteinander geredet, diskutiert, was sie
jetzt machen, warum Rick so sich so verhält, warum Michonne sich so verhält und das alles auf eine ganze Folge gestreckt. Ja, wie gesagt, leider finde ich verschwendetes Potenzial an der Folge, aber trotzdem ist der Inhalt wichtig gewesen. Wenn ihr die Folge gesehen habt, dann lasst mich doch gerne mal eure Meinung wissen, denn ich wäre echt gespannt, was ihr von dieser Folge gehalten habt. Fandet ihr es auch ein bisschen verschwendet oder würdet ihr sagen, nein, das war absolut richtig so gemacht? Lasst es mich gerne wissen. Wenn euch jetzt meine Meinung zur letzten, beziehungsweise vorletzten, also Folge 3 und Folge 2 und auch Folge 1 interessiert, dann checkt doch einfach mal diese Videos hier aus und lasst auch gerne da eure Meinung in den Kommentaren. Falls euch diese Videos dann gefallen haben, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.